Exam Pastor Henry Hildebrandt. He will meet my tune mat dollen, what we yesterday dare you know hodden. The time of year, ever dot you bed, what Jesus Christus sells you bed half. Jesus bedet, I hai, for ich wie hier in dieser Welt, I hai je kritzig ward. And dit you bed, dot fing wie in Johannes Kapitel 17. Ab English signs of fairten, the Lord's Prayer, or Jesus in your bed. So Jesus, als er uns heute die Jünger sieht, was er beten soll, dann sieht er ernt das Verwurde, das sagt unser Vater in dem Himmel und so wieder, ich kann das Gebet. Dort sieht er, sie sollen sei beten. Und das ist das Gebet, was er beten, das Johannes Kapitel 17, das ganze Kapitel. Ich werde das nicht durchlesen, ihr habt selbst die Bibel, ihr könnt das lesen. Aber am Wort, das hier geht, an Johannes Kapitel 17, und das wieder Timeout, wie gestern durchnehmen. Weißt du was, wir lesen hier in Vers 11, sagt er, einmal am Ende von Vers 11, sagt er, dass sie eins sind, so als wie eins sind. Dann sagt er wieder in Vers 20, ich freue nicht bloß für diese, so hat er nicht bloß für die Jünger beten, sagt er, ich freue nicht bloß für diese, aber auch für die, die durch er wird an mich glauben worden. Sie sollen alle eins sein, so als du Vater, an mich und ich an die, dass sie auch an uns eins sind, so dass die Welt dort läuft, dass du mir geschenkt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, hab ich angegeben, dass sie eins sein möchten, so als wir eins sind. Ich an an und du an mich, dass sie ganz eins sind, dass die Welt daran sein kann, dass du mir geschenkt hast, in an so an so gut bist, als du mir gut bist. Das ist eine Wirklichkeit, was sehr, sehr groß ist, was Jesus hier beten hat. Und ich soll vielleicht kurz verrückt sein, dass Jesus dort niemals anders beten als im Willen Gottes. Was immer er beten dort, dass wir Gott sein Willen. So, wir lesen hier, dass er beten dort, und er sagt, Vater, all diese, was durch das er wird worden an mich glauben, die sollen eins sein, so als ich und du eins sein. Die sollen ganz eins sein. In 1. Korinther, 1. Korinther Kapitel 1, du sagst, 1. Korinther 1, Vers 15, glaube ich, ist es. Entschuldigung. 1. Korinther 1, Vers 10. Brüder, ich raubt jünd ab. Im Namen von unserem Herrn Jesus Christus, seht und einander einig, und lautet nicht zu Spaulungen mangt und kommen, halt taub, dass die einen sein in eine Meinung haben. Er sagt, was ich mein, ist das, dass mangt und einer sagt, ich halte mit Paulus, der andere, ich halte mit Apollos, der andere, ich halte dort mit Käfers, und der nächste, ich halte dort mit Christus. So er sagt, wir sollen dieselbe Rede führen, wir sollen eins sein, wir sollen dieselbe Meinung haben. Das ist, was sehr hört, was von uns verlangt wird. Weißt du was, liebe Schwester im Herrn, was mir sehr, sehr ernst wird und immer geraten wird, ist, wir haben keine Freiheit, uns aneinig zu sein. Nicht mehr sagt er zu uns, wir sollen alle eins sein, so sei in der Fuder eins sein. Er sagt, durch dort dann wird die Welt glauben, dass Gott am geschenkt hat. So nur dort nur, dann muss ich zu uns sein, dort woran die Welt nicht läuft und woran die Sünden Menschen sind, die nicht mal an Gott glauben, ist unsere Schuld. Weil wenn wir uns uneinig sind und wir stellen Tjorten ab, Meier und Meier und Meier, was ihr wollt erst nicht ganz einig, der eine sagt, das ist der andere sagt, das ist der. Okay, war eine frische Gruppe Anfang. Aber wenigstens, naja, wie sind die Brüder am Haaren, wie dann ihr den selben Gott? Nur die Bibel nur, sagen wir ihm errichten. Nur die Bibel nur stimmt das nicht. Und wenn wir wirklich wollen, in dieser Welt ist in so eine große Not, da, wir können so sagen, wir sind ab mehr in Raum ans Raum, schreiende Menschen help, und sind jässliche, sind um verdrinken. Wo wollen wir den Menschen raten? Johannes 17 sagt uns wo. Der einzige Weg, wo wir wollen können, die wahre Ratung sein für den Menschen. Und weißt du was? Das gilt in Wirklichkeit, was ich hier sage, das gilt in Wirklichkeit,
de Plautdietsch meier aus eigen Sasswe. Wozo sind wir uns nicht einig? Wozo sagt wir uns nicht doll mit der Bibel und sein so, was sagt die Bibel? Weißt du was? Wir müssen bei dir kommen, wo wir uns einig auch loswerden und handgeben und sein, was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel? Und das ist eine Stelle, was das hier sagt, Johannes 17. Und ich weiß, wir sind dort so gewarnt, wir sind dort ganz gewarnt geworden dort. Na ja, das ist einfach so, ja, hier ist ein kleines Stadtje, wir wohnen in einem kleinen Stadtje, Aylmer, und hier ist ein Klampenkoi. So, woran wir im Alten Testament bloß ein Volk Israel, woran wir im Neuen Testament bloß ein Jesus, woran wir da bloß eine Herde, was er leiden wird. Warum sagt er, du wirst ein Herde sein in eine Herde? Du sagst, Pastor Hildebrandt, das geht bloß gleich. Weißt du was? Das geht wirklich. Ich weiß, von was ich rede, das geht wirklich. Ich komme gerade von einem Meeting, wir hatten 4 Wochen eine Meeting in Florida. Für Feierdale, wir hatten eine Meeting. Und weißt du was? Ich konnte wirklich zu Gottes Ehe sein, wie wir in ein Hort in eine Säule. Wir lesen in der Apostelgeschichte von, dass wir in 120, was sich da versammelt haben, dass der Held jetzt abwehren kann. Und wie wir in Feuerwerk 160. Und wie wir von überall, von verschiedensten Ländern und von verschiedensten Städten, du wirst dunkle Menschen, du wirst lichte Menschen, du wirst englische Menschen, du wirst plautdietsche Menschen, du wirst spanische Menschen, du wirst juchdietsche Menschen. Und wie wir ein Hort in eine Säule. Das meint du nicht, dass der Mensch nicht eine Frau haben kann, oder dass der vielleicht ein Falsch wird anders verstehen. Aber weißt du was? Dann sagt wir ans Taubdol und dann gehen wir durch den Falsch durch, bot wie war er zu einer Meinung kommen, wie es Paulus sagt in 1. Korinther, er sagt, das war das soll sein. So viele würden vielleicht sagen, naja, bei uns in der Kirche, als er dort ein bisschen in Korinther wir. Da Trouble. Weißt du was, das wäre nicht normal. Das ist nicht normal, wenn du eine Gemeinde alles durcheinander hast. Einer hat diese Meinung, einer hält sich an Paulus, einer an Apollos, einer an Petrus. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Und weißt du was, wir wollen die Welt dort nicht raten können. Das ist Höchstzeit. Und weißt du was, wenn wir die Welt raten wollen, die Welt ist in Wirklichkeit nur abstecken, viel Dollar reut, als wir reut sind. Das reut, die Welt ist reut. Der Fleck ist wit für der Arndt, was Jesus sagt in Johannes Kapitel 9. Der Fleck ist rieb für der Arndt. Nur was löwe? Wozu gehen wir uns zufrieden mit, wenn alles verbreiten ist? Die religiösen Menschen, alles ist verbreiten. Weißt du was? Wenn wir nicht abpassen, wir wollen krank in der Säule leer sein, so sollte Jesus in der Tiefe. Weißt du, wer Jesus in der ganz geratzte Jena wäre? Wir sind die Kirchmenschen. Und weißt du was? Weißt du, wer meine ganz geratzte Jena sind? Das sind nicht die Weltmenschen. Das sind nicht die, was wir dort wollen sein. Das sind die Sünder, was ich bekehren soll. Das sind nicht die. Meine geratzte Jena sind Kirchmenschen. Die sind die, was die Fäden mit allem macht. Weißt du, woran? Die wollen dazu holen, dass wir so ein angeschlupfenes Christentum haben. Die wollen dazu holen, dass du hast eine Kirche, ab dieser Art ist eine Kirche, ram deine Linie ist eine Kirche, ab deiner Linie ist eine Kirche. Nein, solange wir alle den Salden Gott dein. Wir sind utgegläst. Die Bibel ist ganz zu gehen und lehrt ganz zu gehen. Wir müssen stillholen und sein, was habe ich getan? Was tun wir an dieser Zeit? Wie du in die Welt nicht? Wo soll die Sünder haben? Wenn man nicht den Sünder in der Stadt fängt und ich mit 3, 4, 5 Prediger taub sind und du hast ein Mensch, der sagt, was muss ich tun, um selig zu werden? Na, glaub an den Herrn Jesus Christus. Okay, dann werde ich das tun. Und wo könnte der Spaß kriegen für meine Säule? Wo soll ich Sünder in der Kirche? Na, komm ne ans. Na, komm ne jene Linie. Na, komm auf diese Art. Wo sollen die Menschen haben? Weißt du was? Wir machen uns von Gott 3 Raupen luten, von Paulus luten 3 Ermunen, wo wir hier hören. Und kommen 3 Duhan, wo das gewasst ist, so aus der Bibel das sein wird. Möcht Gott uns halten. Dass wir ob sind dafür und sagen, was sagt die Bibel? Was sollen wir tun?
Woofer bid Jesus? What said hy? Jesus said, van de welt sal gluiven, dan mat wie alle eind zijn, zo as Jesus en God eind zijn. Van dat nie stem wat ek hier zei, dan loop mi wein. God met jy.